2 Jahre konnten die Althofner Narren ihr treues Publikum, pandemiebedingt, nicht unterhalten. Dies wurde perfekt nachgeholt. Zehn neue Akteure präsentierten sich auf der Narrenbühne in Althofen im Jubiläumsjahr. Bereits 30 Jahre gibt es die Faschingsgilde Althofen. So, mein lieber Herr, von Ihnen kriege ich auch noch 150 Euro. Wie bitte? 150 Euro? Hey, wie geht denn das? Ich will nie eine Kontakte von der Familie bekommen. Ich meine, das darf Sie nicht wundern, wenn Sie angeben, dass Sie ein jungfräulicher Dauersingle sind. Ja. Entschuldigung, schauen Sie mal, ich bin der Bettelarm und ich suche eine hübsche junge Dame, die ein bisschen Geld hat, damit sie meine Stromrechnung wegzahlt. Das ist mir egal. Die 150 Euro, die krieg ich. Was? Ich hab ja Arbeit damit gemacht. Ja, bravo, das ist ja unglaublich. Frechheit, nein. So eine Abzocke. Da war sie nicht da. Ja. Auf Wiedersehen. Unglaublich, das ist ja. Ja, und nicht vergessen, Strom sparen. Ja, die Falle. Also ich muss sagen, so stolz war ich noch schon lange nicht mehr. Wir haben es einfach zu 100% geschafft. Wir haben einfach, ich kann sagen, alles erreicht, was wir erreichen wollten. Die Akteure geben 100%. Und eins muss ich auch sagen, so ein Zusammenhalt, wie wir heuer haben, das ist ein Traum. Die Lachmuskeln der Besucher wurden kräftig in Anspruch genommen. Und hast du schon gemerkt, wie sie im Hals ein bisschen stecken bleibt? Also die Speibe von dem ganzen Kitsch. Und ich habe gedacht, na, ich lege noch einen drauf. Ich wünschte, du wärst wie ein schwarzes Loch. Denn dann würde die Zeit langsamer vergehen, wenn ich dir näher komme. Aber wenn die Zeit langsamer vergeht, hätte ich mehr Zeit nachzudenken. Und ich würde denken, ich bin der Falsche. Denn ich bin niemandem wichtig und niemand ist mir wichtig. Ich bin mir selbst am entferntesten. Also was ließ dich denken, ich könnte dich mögen, wenn ich auf alles und jeden scheiße, am meisten auf mich selbst? Was ließ dich denken, ich könnte dich lieben, wenn ich dich nicht wertschätze und ich schätze den Wert, den du für mich hast, falsch ein? Und da bist du am Kopf. Die ganze Speibe auf mir. Servus! Wie geht's dir denn? Ja, die Welt steht halt nicht mehr lang. Ja, Oma, wenn ich mal dir so recht dann schau du auch nicht an. Die freie Joschen hat sie wohl vom Vater, ja. Kochen wie die Mutti kennen sie alle nicht mehr. Aber wie saufen, wie der Vater, das geht wohl weiter, ja. In unserer neuen Hofkapelle Broken Glass. Viel Spaß! Mauerstein und Eisen prägt, aber unsere Liebe nicht. Die Regie lag in den Händen von Csaba Laiko, der von Günther Herbst unterstützt wurde. Ich muss erst in erster Linie dem Publikum meinen Dank aussprechen, weil die Akteure leben nur vom Publikum. Das Publikum war heute spitze. Und meine Leute, vom Alter her zwischen 16, ich bin leider der Älteste, wie gesagt, ich muss euch sagen, ein Wahnsinn. Jeder hängt sich ein, wie schon seit Anfang September sind wir im Einsatz und es hat sich bezahlt. Gott sei Dank haben wir das Glück, dass ein paar Leute sich den Mut nehmen, aufzutreten bei uns. Wenn ich den Kopf nach links bewege, aua,
Und wenn ich den Kopf nach rechts bewege, aua, haben Sie da einen Tipp? Du Märchen, weiß doch jeder, musst du gehen zum Urologen. Urologen. Zum Urologen. Du Märchen, Urologen. Da möchte ich nicht hingehen. Ja, also wie bin ich zum Fasching gekommen? Es ist so, dass ich mein Paket aufgegeben habe, was nicht zugestellt worden ist. Und mein Kompagnon Chaba Laiko, derjenige war, in dem ich meinen Frust ausgelassen hatte. Und der hat dann irgendwann mal gesagt, wir beide müssen auf die Bühne, das passt. Wie es sich für den Fasching gehört, wurden auch Orden verliehen. Alles wird gut, wir schon sehen, du die nur nicht. Aufregen, alles wird gut. Wir schon sagen, du die nur nicht. Aufregen. Die Stimmung ist super. Heute, die Leute gehen super mit, oder? Freuen sich? Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Ja, voll, sehr festlich. Und es ist meine erste Sitzung. Ja, natürlich bin nicht von da und es ist spannend und lieb eigentlich. Ja. Ich kann nur sagen, unsere Gilde ist zurück. Dieses junge Team sorgt für prickelnde Stimmung, für Beifallstürme, muss ich sagen. Es ist niveauvoll, es hat Qualität und es unterhält wirklich von Herzen. Ich muss sagen, jeder, der zu diesen Sitzungen geht, hat einen Abend gewonnen. Ich muss die Gilde sehr loben, muss ich sagen. Das ist ganz ein neuer Schwung, viele junge Leute, alles neu und das ist wirklich, ich bin so begeistert. Von mir aus kennt auch jeder bicken, wo er will. Aber wenn ich was zu reden hätte, ich tät den Ungebickten die Freiheit nicht nehmen. Ich würde sie ihnen sogar zum Trinken geben. Mit dem Feuerwehrschlag. Ich bin durch Bekannte dazugekommen, eben durch meine beste Freundin. Und der Fasching macht für mich einfach aus, dass wir Spaß haben und dass ich selber sein kann auf der Bühne. Und natürlich einfach eine Riesengaude habe bei dem, was ich tue. Mich freut es ganz besonders, dass wir heuer mit der Jugend so eine Sitzung auf die Vierstühlen haben können. Die Jugend war motiviert, sie war begeistert von der ganzen Führung her. Und die Jugend wird das auch weiterhin so weiterführen. Also die Stimmung ist bombastisch, wir neuen Akteure halten wirklich richtig gut zusammen und in den Katakomben ist immer gute Stimmung, alles was im Background stattfindet, das Team arbeitet Hand in Hand und es macht einfach riesen Spaß mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Also wirklich alt und jung, man sagt immer, es passt nicht zusammen, aber es ist sensationell. Ich liebe es mit jungen Leuten zu arbeiten. Also wir haben echt voll eine Gaude, egal von groß bis klein, also immer gut und einfach der Zusammenhalt ist super, ehrlich. Wir haben immer Spaß, teilweise nach den Sitzungen und das, was die Leute im Publikum eben nicht mitkriegen, dass wir auch hinter der Bühne einfach immer eine Gaude haben, also wirklich. Da bin ich nach Wien gegangen und habe den Chef gefragt, ob er mir eine Gemeindewohnung besorgen kann. Hat er gemacht. Wenn so liebe Leute tut, so lieb. Dann hat geheißen Abramovic, Begovic, Zecovic, Dedovic, Efovic, Gegovic, Halidovic. Die ganze Cevapcici Connection war dort. Systematic, hydromatic, wide breeze lightning. Einer der Programmhöhepunkte war zweifelsohne das Finale mit Simon Stadler am Klavier.
das viel zu eng. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommen erst die Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Alles, was wir von der Bühne runter loslassen aufs Publikum, kommt tausendfach zurück und das ist einfach wunderbar, dass wir jetzt nach den 2 Jahren Pause wieder für euch spielen können hier. Das ist großartig. Ein einziges Mal bloß verrückt sein, Mensch. Das wäre doch wunderbar. Und aus allen Zwängen fliehen. Hey. Der Fasching in Althofen hat wiederum ein kräftiges Lebenszeichen gegeben. Ihr wart ein super Publikum!